Mercedes-Benz, mein Truck, der glänzt. Was ein Schock! Der Günther mit seinem Unimog. Den schnapp ich mir. Hat der Bauer keinen Bock, fährt er seinen Unimog. Sind die nicht sonst achteckig? Hey, was ist los? Hallo, in meinem Revier ist nur Platz für einen Stern. Ach Hubert, spielst du wieder Revierpolizei? MB-Truck-Power braucht der Bauer. Du mit deinem MB-Truck gehst mir richtig auf den Sack. Aber jeder Bauer ohne Sack fährt einen MB-Truck. Unimog, Gummibock. Ja und jetzt? Hau ab aus meinem Revier. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Das ist mein voller Ernst. Wer Fendt fährt, führt und wer MB-Truck kennt, braucht keinen Fendt. MB-Truck kann alles. Aber nichts richtig. Und jetzt ab mit dir. LKWs haben auf dem Acker nichts zu suchen. Lieber ein U auf der Haube, als ein MB in der Laube. MB-Truck ist ein Wunder, fährt Berge rauf, wie andere runter. Liegt der MB-Truck im Graben oder vom Uni überfahren? Wenn's am Berg qualmt und raucht und er wieder 40 Liter braucht. Übrigens, dafür kriegst du auch einen dran. Wofür? Für zu hohen Verbrauch. Ja, auf Bentley hatte ich keinen Bock, deshalb fahre ich Unimog. Sterne sollte man besser im Weltall lassen. Sagt wer? Oh. Ja, vier gleiche Reifen und trotzdem keine Leistung. Sagt wer? Oh. Ja, du in deiner gummibereiften Telefonzelle. Ein Unimog in Weiß ist der allergrößte Scheiß. Ja, und MB-Truck dann the power of green. Das ist ein Bingo. Es heißt nur Bingo. Bingo. Apropos green, bald ist Weihnachten. Ja, und? Meine Weihnacht wird zum Traum, da holt mein Unimog den Baum. Unimog, unwahrscheinliche Nachteile in Motor oder Getriebe. Ja, und MB-Truck steht für mehr Bier trinken reicht auch kaum. Kaum? Mit C? Na, und du kannst nicht mehr Idiot buchstabieren. Weißt du denn, was Unimog heißt? Ja, universelle, mittlere und obere Gesellschaft. Falsch. Dann unten im Moor ordentlich grubbern. Falsch. Ja, dann unglaubliches, irres Motorgerät. Richtig. Revierpolizei? Noch ein Stern in meinem Revier? Ich komme sofort. Und du sieh zu, dass du hier verschwindest. Ha. Ich sag's ja, bereifte Telefonzelle. Ob der weiß, dass es universelles Motorgerät heißt? Ob der weiß, dass es Handys gibt? Nach 3 Drehtagen haben wir nun endlich unser 5. Trecker-Battle-Video fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir stehen jetzt hier noch an einer Location und jetzt einmal ein paar Worte an euch. Wir
wünschen uns, dass wir dies Jahr auf unserem YouTube-Kanal die 50.000 erreichen. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, genauso wie andere Videos von uns, abonniert uns. Erstens, ihr verpasst natürlich keine Videos, ihr seid immer auf dem laufenden Stand und wir machen in unserem ersten Jahr YouTube 50.000 Abonnenten voll. Das würde uns tierisch freuen und ihr werdet von uns unterhalten mit den besten Videos vom und übers Landleben. Macht's gut, euch einen schönen Sonntag.